Hey, Mia, ich spiel Ja, auch den Ball rüber. hierüber. Spiel zu mir, Nein. spiel zu mir. Ich will nicht zu dir spielen, Aber Julian. wieso denn Ich spiele lieber nicht? zu Sarah. Genau deswegen will ich mit euch nie in die Turnhalle, weil wenn wir dann Fußball spielen oder so, dann spielt ihr mir nie den Ball ab, sondern ihr spielt immer untereinander. Mann, das ist voll doof. Oh, Julian, das stimmt doch gar nicht. Stell dich nicht so Stimmt an. Ich wirklich schieße ja schon nicht. zu dir. Ja, gut, dann spiel jetzt bitte. Da hast du den Ball. Das war ein toller Pass, Mia, Sarah. pass auf, Danke. ich spiel direkt zu dir. Oh, Mia, das tut mir Au! leid, das war Du nicht hast mir den Ball extra. ins Gesicht Das war nicht extra, wirklich, geschossen. das war nicht extra, das wollte ich nicht. Och, Oh, Mensch, Julian, das die war aber nicht Arme. extra. Hi, Brigitte, ich Hallo, hab nichts gemacht, Ewald. ich hab nichts gemacht. Ist Sarah, warum okay. hast du denn schon direkt gepetzt, Wie dass hätte ich denn Brigitte so jetzt schnell bin? petzen sollen? Gepetzt? Was ist hier los? Achso, gar nichts, gar nichts, gar nichts ist los. Was ist denn? Mia, steh mal bitte auf, sonst fragt gleich Oh, Brigitte, ja, was sehr wieder los gut. Du hast ist. mir echt ins Gesicht Das war geschossen. nicht Jetzt habe ich voll extra. Kopfschmerzen. Ich bin eigentlich wegen was ganz anderem hier. Mir geht es im Moment nicht so gut. Ich wollte mich ganz Okay. kurz mal ausruhen. Also nur, damit ihr Bescheid weißt. Ich bin oben. Okay. Oh, Brigitte, wenn jemand krank ist, dann darf man nicht alleine gehen. Ich komme mit dir. Hm? Ich Ach, helfe das ist dir. lieb, Sarah. Wirklich lieb. Ja, Du, Mia. Also, Brigitte muss sich ja jetzt hinlegen, ne? Das heißt, hier hat ja jetzt keiner das Kommando. Du weißt, was das heißt, ne? Nee, wieso? Mia, ist doch ganz klar. Ich muss hier jetzt alles Du? übernehmen. Ja, natürlich, ich muss hier jetzt Wie alles kommst du regeln. Ja, wer darauf? denn sonst? Nur ein Julian Vogel kann hier die Kita leiten, sonst niemand. Wir rufen jetzt alle Kinder zusammen, die müssen informiert werden. Ja, so machen wir Aber das. du Mia, bist ja sag. kein Ja, ist Erzieher. doch egal. Mia, sag jetzt allen Bescheid, wir treffen uns. So, sind jetzt alle da? Glaub schon. Ja. Okay, sehr gut. Okay, ich wollte was sagen. Mia, was hat Julian vor? Ach, du wirst es nicht glauben. Er hat schon wieder einen richtig bescheuerten Plan Hey, ausgeheckt. Ruhe, Ruhe jetzt, Ruhe. Ich muss das jetzt erklären. Also, da jetzt Brigitte krank ist und sich schlafen gelegt hat, übernehme ich jetzt die Kita. Ja, also ich kümmere mich jetzt hier um alles. Hast Also, du gehört, Sarah? Das ist der ja, Plan. das ist ein Oh super Mann, Plan. Julia, Ich es geht leite jetzt die bestimmt Kita. schief. Das geht gar nicht schief. Das wird super laufen. Ihr werdet den Spaß eures Lebens haben heute. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt einfach zu mir, ne? Also, wenn jetzt irgendwas ist, wenn ihr Hunger habt oder irgendwie sowas, dann könnt ihr gerne zu mir kommen. Ich übernehme das schon alles hier. Okay. Ob das wohl gut geht, Julian, als Kita-Leitung? Ja, Oh Mann, ich natürlich. glaube, das wird richtig schief gehen, Julian. Naja gut, ich gehe jetzt alleine in die Turnhalle, ganz alleine. Ja, ich darf das bestimmen. Ich gehe jetzt alleine in die Turnhalle und ihr könnt hier ja erstmal spielen. Hä, nein! Nein, Alleine, Julian, was natürlich soll das nicht. denn? Hier, komm Hä, mit! hey, Leute, ihr müsst mir jetzt mal zuhören. Also, da Brigitte ja jetzt krank ist, habe ich hier die Leitung. Und ihr müsst auf mich hören. Also, ich gehe jetzt in die Turnhalle. Ja, wir auch. Nein, vielleicht muss ich da was prüfen oder so. Das muss ich alleine machen. Ihr bleibt jetzt hier. Ja gut, aber Julian, Was? wenn Brigitte wieder wach ist, dann sagen wir ihr Ja, das. könnt ihr gerne sagen. Vielleicht werde ich dann ihre Vertretung immer, wenn sie krank ist Und oder auch so. das Ja, ich glaube glaube ich schon. nicht. Du Doch, darfst doch. gar nicht alleine in die Turnhalle, weil letztes Mal hast du dich da verletzt an den Ringen und seitdem Ja, darf das. keiner mehr alleine in Ja, die das Turnhalle. passiert mir aber nicht. Außerdem bin ich ja jetzt kein Kita-Kind, sondern ich habe hier die Kita-Leitung. Also. Oh Mann, ich hoffe. Nein, ich hoffe nicht, dass Brigitte so oft krank ist. Aber vielleicht hat sie ja öfters zu tun und dann kann ich hier die Kita-Leitung übernehmen. Und dann bin ich immer in der Turnhalle, kann hier immer alleine Fußball spielen oder so. Oder Turnen oder irgendwas anderes. Oh Mann, das ist ja mein Traumjob. Hey Julian, Was ist? du musst schnell kommen. Genau, komm mal bitte, da ist ein Streit und du musst ihn schlichten. Das ist doch nicht euer Ernst. Also ich bin hier gerade mal 3, 4 Minuten alleine und schon werde ich hier genervt. Ach, Aber das ist diese deine Kinder. Genau, das macht Brigitte sonst Ach auch. so, okay. Ihr könnt ja mitkommen. Ihr könnt mir ja Nein, Julian, du helfen. musst das selber hinkriegen. Du bist doch jetzt hier der Erzieher. Also Oh los. Außerdem, Brigitte macht Mann. sowas auch alleine. Ja. Los, geh schon. Ja, Ja, gut, los. ich Da gehe gibt's echt schon. Streit. Ja, ich gehe. Hey, was ist hier denn Hey, rette los? mich! Ja, das ist meins. Ich hatte Was das. ist denn Nein, ich hier hatte das los? zuerst. Och Mann. Warum streitet ihr euch denn jetzt? Das ist mein Sieb. Ich hatte das Oh zuerst. Mann, könnt ihr euch nicht vielleicht einigen? Vielleicht ein paar Minuten du und ein paar Minuten du? Dann müsst ihr euch jetzt Nein. streiten, genau jetzt, wo Brigitte am Schlafen ist und ich in der Jetzt Turnhalle gib das bin. endlich her. Jetzt Oh. lass los. Aber das ist meins. So, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich habe hier noch ein Spielzeug gefunden. Also damit kannst du ja Das ist spielen, sowieso schon meins. Ach Ich möchte so, beide okay. haben. Ich Okay. möchte Wasser durchs Sieb schütten. Nein! Dann kannst du das ja haben, wenn du möchtest. Oh, diese Gießkanne gefällt mir überhaupt nicht. Ich will dieses Wieso denn Sieb haben. Was soll nicht? ich Oh mit der neuen Gießkanne? Mann. Mann, jetzt lass endlich los! Hätte ich gewusst, also so stressig wird, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber ich kann jetzt auch keinen Rückzieher machen. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. So, ihr beiden, ich weiß, wie wir Gib das schlichten. her! Lass los! Gib mir das mal. Also ganz kurz nur. Doch, Nein! doch, doch, doch.
Ich habe eine super Idee. Was soll das denn jetzt, Julian? Ich behalte das jetzt einfach. Ich spiele jetzt ein bisschen damit. Ja, dann braucht ihr euch das auch nicht mehr streiten. Nicht. Dann könnt ihr euch ein anderes Spielzeug suchen. Doch, ich finde, das ist eine super Idee. Ich wette, Brigitte hätte das auch so gemacht. Ja, so machen wir das. Toll. Sucht euch ein anderes Spielzeug. Und oh, ja. Super. Oh Mann, das war jetzt ja total blöd. Ich finde das mega unfair. Julian ist total der schlechte Erzieher. Ich will, dass Brigitte wiederkommt. Hätte ich dir lieber das Sieb gegeben. Ja, geht mir genauso. Toll. Na, habt ihr nicht erwartet? Ihr wolltet mir ja nicht helfen, ne? Also habe ich den Streit selber geregelt und einfach das Ding hier mitgenommen. Dann spielt keiner damit. Ja, dann gibt's auch keinen Streit. Oh Mann, das hat er ja wahnsinnig toll geregelt. Was soll das noch geben mit Julian? Ach, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, Brigitte ist bald wieder da. Oh, ist das toll hier beim Turnen. Julian, die ganze Turnhalle. Julian, wir haben Hunger. Oh, ja, Mann. Jetzt ist Mittagszeit. Was wollt ihr schon wieder? Kann man hier nicht mal in Ruhe spielen? Also müsst ihr immer so nerven? Oh Mann, ey. Es ist jetzt Mittagszeit. Ja, genau, und? Wir haben Hunger. Ja, Brigitte macht uns doch auch immer was zu essen. Ja, und das sollst du jetzt auch machen. Also, wie? Los. Ich muss das machen, aber ich weiß doch gar nicht, wie man kocht oder so. Tja. Ach Mann. Mein Magen knurrt schon. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich dem vielleicht nur Wasser geben? Och nein, dann beschweren die sich doch wieder nur. Oh Mann, ist das schwierig, ist das schwer hier. Ah, das ist doch noch von gestern, ne? Und ja, okay, so schlimm sehen die eigentlich nicht aus. Ich glaube, die könnten wir noch essen, diese Sandwiches hier. Aber, oh, die sind auch ein bisschen nass. Naja, werden sie wahrscheinlich nicht merken. Ich habe viel Soße reingetan, ja. Und Julian, hast du was gefunden zu essen? Ja, was gibt's denn jetzt? Ja, natürlich, ich bin Julian Vogel. Ich finde immer eine Lösung. Also von gestern ist noch was übergeblieben. Von gestern? Ja, natürlich. Und das können wir ja essen eigentlich, ne? Die mochte ich gestern schon nicht. Ich auch nicht. Nein, das ist nichts anderes? Nein, das ist auch eine spezielle Soße, ja, deswegen sind die auch so ein bisschen nass. Also keine Sorge, es wird echt super schmecken. Julian, hier ist gar kein Tisch und keine Stühle. Ja, natürlich nicht. Oh Mann, wie soll ich das nur erklären? Ihr wisst ja, Mama und Papas und so, die essen ja immer im Stehen, ne, draußen. Und das machen wir heute auch, ja, wir essen auch im Stehen, so wie Erwachsene. Wie so die machen Erwachsene? Wir. Ja, genau, damit wir uns gut vorbereiten können, genau. Also meine Eltern, die essen nicht im Stehen. Ich finde das total blöd, Julian. Du bist kein guter Erzieher. Doch, ich bin ein super Erzieher. Und soll ich euch zeigen, wie ich ein super Erzieher bin? Ich esse nicht mit. Ihr könnt alles selber essen, ne? Weil ich brauche nichts essen. Ich bin ja der Kita-Erzieher hier. Und die Kinder sollen essen, ich brauche nichts essen. Also guten Appetit. Oh Mann, das war ja einfach. Also ich habe das echt drauf, glaube ich. Ja, ich habe das richtig drauf. Die sind vielleicht gerade nicht so glücklich, aber meine Art wird sich schon durchsetzen hier in der Kita Sonnenschein. Ja, Brigitte wird begeistert sein, wenn sie wach wird. Oh, Bauchschmerz. Mir ist ganz übel. Ich glaube, ich muss spucken. Was ist denn hier los mit euch, Kinder? Julian hat uns die Toast gegeben von gestern. Oh nein. Die schmecken irgendwie komisch. Die waren doch nicht mehr gut. Julian Vogel, komm mal sofort hierher. Ah, ich hab meinen Namen gehört. Ich glaube, das war Brigitte. Ja, die ist jetzt wach. Oh, die wird begeistert sein hier, wie die Kita läuft. Also, die kann sich eigentlich den ganzen Tag hinlegen. Oh, was ist hier denn los? Was hast du mit den Kindern gemacht? Bauchschmerzen. Bauchschmerzen? Wie, ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Essen verteilt. Julian, was ist hier passiert? Also, den anderen geht's überhaupt nicht gut. Ja, du warst ja krank, Brigitte. Deswegen dachte ich, ich übernehme die Leitung hier. Und ich war jetzt der Erzieher. Aber irgendwie hat das nicht ganz so geklappt, glaube ich. Ich war genau 7 Minuten nicht da. Und schau dir das mal an. Den anderen Kindern, denen ist total übel. Oh, Mann, das war wieder typisch Julian. Mir geht's so schlecht.